So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Raid am Mittwoch. Guckt mal da. Da ist der Hannes. Moin. Da ist noch ein Bild vom Hannes, ne? Wie er als Pokémon aussehen würde. Das ist richtig genial. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Es gibt ja leider an meinem Lieblingstag am Mittwoch keine Raid Mania mehr, weil man mich ja nicht mehr einladen kann, da ich ja keine Coins mehr habe und keine mehr kaufe und nur noch einen freien Raid-Pass habe und deshalb keine Fan-Raid-Pässe habe. Und deshalb bringt es nichts, wenn immer alle mich einladen und ich nicht mitmachen kann, aber das nur nebenbei. Denn der Habanero Lime-Account ist ein Free-to-Play-Account. Da wird nichts reingecashed, nichts aufgeladen. Ich werde wohl niemals im Leben einen Fan-Raid-Pass haben. Das nur mal so, euch viel Spaß in der Raid-Stunde natürlich heute. Wer noch keinen Shiny Schlingking hat, kann das nochmal nutzen. Ich muss mit Hannes auch gleich raus den letzten Schlingking Raid in unserer Schlingking Raid-Tour machen. Da kommt dann ein Video, wahrscheinlich morgen, dass ihr seht, ob wir einen Shiny bekommen haben. Adi Schatz hat sich jetzt auch hingelegt, genau. Er macht sich jetzt auf dem Sofa bequem. Da ist der neue McDonald's Regenschirm. Richtig genial. Spaß, der liegt nämlich hier und nicht da. Da kommt aber vielleicht auch noch ein Video heute, wenn das alles klappt. Und der Fahrer kommt heute und die Shinaya kommt morgen und da ist immer so viel los. Jetzt aber zu den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Bierschanger mit einem Shiny Nidoran, 199 WP mitgenommen. Dann kommen wir direkt schon zu Selal. Der hat ziemlich früh seine Sachen geschickt. Wieder viel, ich habe wieder fast alles weggelassen, aber er hat einen Shiny Azurill. Sicherlich vom Azurill-Schlüpftag. Fukano Hisui 100%. Das ist eigentlich cool. Das, ja, würde ich so lassen, gar nicht entwickeln, weil das sieht so irgendwie viel cooler aus mit dieser Marshmallow-Mozart-Frisur. Haspiror Shiny aus dem Abenteuerrauch mitgenommen. Bronzel gibt es die ganze Zeit überall sitzend. Müsste auch eine erhöhte Shiny-Rate haben. Der Habanero hat noch keins bekommen. Der Selal hat gleich mehrere bekommen, wie ihr gleich seht. Fleckmon mit dem Hut hat er auch bekommen. Hat ein Krypto-Lava-Dos im Duo gemacht. Mit noch 159 Sekunden Restzeit über. Das ist ja krass. Da wurden sicherlich Edelsteine genutzt. Skorkler Shiny ist am Start. Ein zweites Fleckmon ist am Start. Ein drittes Fleckmon ist am Start. Palimpalim. Wie ich jetzt erfahren habe, auch Shiny boostet. Aber trotzdem freut man sich, wenn man da was mitnimmt. Bronzel 1, Bronzel 2, Bronzel 3. Meine ich, ist ja schon Laukaps. Laukaps musste mir Hannes die Tage auch rübertauschen. Weil es eine Tauschentwicklung ist, dass ich für den Dex entwickeln kann. Musst du ausnutzen. Wenn du mal Besuch hast, frag die anderen, ob die dir bei den Tauschentwicklungen helfen können, wenn ihr einfach nur die Pokédex-Einträge braucht. Pokehunter hier, ein 100er Wommel mitgenommen, ein Shiny Kleinstein in der Krypto-Variante, zwei Stück und auch ein Shiny Fleckmon mit Hut mitgenommen. Andy Forbeck, ach du heilige 100%. Ein Miniras oder Miniras, Miniras, Miniras. 100% auf jeden Fall aus dem, ich denke mal, Ei geprügelt, gebrütet. In 100% in Güstrow. Das ist auch ein relativ seltenes Pokémon aus dem Ei. Ei-100er sind sowieso auch immer richtig genial. Also Glückwunsch dazu. Fleckmon hier auch am Start als Shiny. Mogelbaum als Shiny. Mit Hannes auch die Tage drüber geredet. Wie sieht das nochmal aus? Hat er mir erklärt, dass es dann hier rote Kirschen hat. Genau. Andy Forbeck auch mit dem Krypto. Shiny Lavados Pikachu. Shiny mitgenommen. 1, 2, weiblich XXS. Ihr seht vielleicht den Unterschied, das war groß, das war klein. Dann Skorkler 100%, in dieser Woche lief es ziemlich gut, schreibt er hier auch. Schäfe 24 hat mir seine 100er und seine Shinies geschickt, der letzten 6 Tage. 100% Palimpalim und Pikulente. Shinies hat man hier, etliche Fleckmon, Coco, Weilo, Turzel, Schlingking, auch mehrere dabei, gebrütetes Fluffeluff. Dann noch mehr Lilliput. Warum spielt jeder auf Englisch momentan? Oder auch nicht? Weil Palimpalim heißt wohl so und Kokowai und Schlingking und Fleckmon. Aber Grolight und Lilliput, die heißen auf jeden Fall anders. Gut, lass mal so stehen. Habt ihr gesehen, Grüße an Cheffe24.de, Sören. Im Glückstausch dann ein Hisui Sneeble erhalten, was 100% wurde. Lauterbach Hessen auch sehr cool. Mit dem Hintergrund habe ich das noch nicht gesehen. Dann die Sarina.
Einsendungen waren eigentlich nicht mehr geplant, aber ich musste ja unbedingt bei Lavados und Raids für Zuschauer mitmachen. Sie hat ein richtig gutes Shiny Krypto bekommen von Lavados, was sie dann erlöst hat zu einem 100%igen Shiny Lavados. Schlinking hat sie auch mitgemacht bei den Raids, hat hier ein Shiny Schlinking mitgenommen und das ist auch cool, das ist ja neu eingeführt worden jetzt, als es da war. Inspektor hat hier Pikachu, Fleckmon, Capoeira auch als Shiny mitgenommen, hat auch den Dex-Eintrag von Schlinking als Shiny bekommen. Also das erste, was er gemacht hat und gefangen hat, war direkt Shiny. Miku für Raider Mittwoch, was haben wir da denn drin? Da haben wir auch Felino, Shiny, Nidoran, Zigzags, Kecleon, Balimbalim, Nebulak, Ferkuli, Fleck, Mons. Hier drüben. Jetzt auch nochmal mit Kokowai und Yorklef weiter. Und die 100%igen, ein erlöstes Lavados, was 100% geworden ist. Gengar in 100, Lashoking in 100, Barrikadax in 100, Slimog in 100. Wieder erlöst. Pfirsich, Schlinking, 3-Sterne-Shiny aus Osterwiek, Sachsen-Anhalt. Auch Schlinking-Shiny mitgenommen. Dann hat sie hier alles vom Erfolgsmagnet 1. Was ist das für ein Name? Erfolgsmagnet und dann Erfolgsmagnet 2. Zieht das die Shinies an? Hier sind Barsch war dabei, 2 Skorkler, Carbador. Wann hat er sich eingetragen für den Raid? Sie mit dem. Hab ich gedacht, hab ich nicht, weil hinten war eine andere Zahl dran. Für sich nochmal Zigzags XXS, Shenaya freut sich übers Aquana, ist ja ihr Lieblings-Pokémon. Dann perfektes Bild gemacht. Wenn du das Pikachu als Shiny nämlich siehst im Beutel nur mit der blöden Mütze, denkst du, ach so, okay. Sieht halt irgendwie voll dumm aus mit der Lupe davor. Und so ein Screenshot gemacht, finde ich, sieht das richtig genial aus, richtig herrlich. Leider bleibt das so nicht im Beutel stehen. Also das müsste eigentlich mit dem Kostüm, mit dieser Lupe einfach so im Beutel stehen. Wie eine Happy Hippo Figur. Fände ich viel besser. Schlinking hat sie auch mitgenommen, nicht nur 1, sondern 2. Danke für den Raid, schreibt sie hier. Fleckmon in Shiny vorhanden, auch ein zweites hinterher. Paco, Kusilla, Gebrüte den 100%, 100% Vulcano bekommen. Dann 2 Krypto-Lavados unten, die habe ich gar nicht mit reingenommen, weil es sind keine 100er, es wird ein 100er werden. Er hat sie nicht zu 100ern gemacht, die sind halt gut, nicht der Rede wert, sage ich mal. Was hat er hier für Shinies ansonsten? Ganz viele Fleckmon, Bronzeloturzel, Carbador, Pikachu, Carbador, Schlinking, wiederholt sich alles, wahrscheinlich übergreifend. Paco weiter mit dem Lampi, 100%. Mago FedEx hat einen Solo-Raid gemacht. Wie viel hast du? Ah, das dürfen wir gar nicht hier verraten. Fertig, streich die letzte Memo. Der Hannes hat nämlich nichts gemacht und der Margo FedEx hat einen Solo-Schlinking-Raid gemacht. Boss hatte Matschbombe, ist am schwierigsten und er hatte noch 115 Sekunden übrig, das ist fett. Erzengel Michael hat was eingereicht für Chillen mit Ramses am Mittwoch. Das Format kenne ich noch gar nicht. Ist hier Fleckmon mit Mütze, genau. Alexander Ahringer endlich das neue Shiny Fleckmon in Pokémon Go bekommen. Hat auch wieder ein Schilling-Bild geschickt, habe ich weggelassen. Das hätte ich am liebsten auch weggelassen von Kaiser Kai. Dieses kaputte, verbröckelte Kack-Handy mit dem Display, dem gerissenen, sieht halt nicht schön aus. Ist aber ein 100% Pikachu. Der kleine Account bekommt das Pikachu. Hätte er es dann am Großen nicht auch fangen können, wenn das Wild da rumsaß, oder ist es durchs Tauschen entstanden? Weiß ich nicht, ansonsten hätte man es ja mit dem Großen auch fangen können. Der Große bekommt den Bruder von Quax. Hätte man das mit dem Kleinen aber nicht auch fangen können? Mac Maggie, Navitaub 100%, Shiny Lambi, Ferkuli in 100%, Pikachu in 100%, Pikachu in Shiny, Panzer Shiny, Fleckmon Shiny, Loturzel Shiny. Finde ich so mega hässlich einfach nur. Mittlerweile bin ich froh, dass ich Platz brauche, immer alles verschicken kann, damit ich auch nicht die hässlichen Shinies behalten muss. Aber Habanero hat eh keinen Shiny Loturzel gehabt bisher. Fast Shadow Shiny? Fast? Es ist doch aber eins. Es ist ein, meinetwegen einwendend, aber wenn es dann erlöst ist, ist es ja dann kein Shadow mehr. Dann ist es ja trotzdem ein. Ja, egal, ihr wisst, was ich meine. So, weiter hier. Pikachu, das zweite mitgenommen. Dann Tibo aus dem Urlaub. Zwar kein Samyang, aber im Flugzeug wollen wir mal nicht wählerisch sein. Grüße aus Teneriffa. Yum yum, schicken Flavor. Es ist fast wieder heim. Ramses läuft jetzt auch international. Sehr schön.
Das ist der Ich-misst-mein-Beutel-aus-Stream gewesen. Sieht cool aus, danke dafür. Selal, heute früh, als ich abgescreent habe, schickt er mir direkt wieder ein Bild von Karadonis, der hier eine Schnur auf dem Boden zeichnet. Sören hat Geburtstag heute, der wollte mich eigentlich einladen und einen Geburtstagsraid mit mir machen, aber wie gesagt, ich habe keinen Fan-Raid-Pass. Ihr könnt mich nicht mehr einladen, das Leben macht keinen Sinn mehr. Wir können aber ein Geburtstagsständchen singen für den Sören. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Sören. Happy Birthday to you. So, Grüße gehen raus an den Sören. Der ist hier mit der ganzen Postmannschaft durch die Stadt gelaufen, hat hier Leute verprügelt. Das ist die Post. Was die Post macht, bleibt bei der Post. Das ist Postgeheimnis, es geht keinem was an. Dann hat der Thomas Speck wieder mal die befristete Go-Kampfliga-Forschung komplett abgeschlossen. Alle 5 Seiten gemacht, alle Kämpfe gemacht, hat sich jetzt wieder eine Top-Lade-TM verdient. Nicht wie kämpft 10-mal und verliert 10-mal, kriegst du eine Top-Lade-TM, sondern den schwierigen Weg, kämpft 500.000 Mal und gewinnt 500 Kämpfe, heißt das, glaube ich. Dann kriegst du die zweite Top-Lade-TM und das ist ein richtig krasser Unterschied. Benny Anderson hat mich gefragt, ob ich wusste, dass es ein Samyang Adventskalender gibt und wo man den herkriegt, weiß ich nicht, wusste ich nicht, hab geguckt, es gibt Leute, die machen Reviews davon, vor 9 Monaten oder so oder vor 5, ich habe noch keinen gesehen. Den hätte ich mir vielleicht geholt, aber vielleicht auch nicht, weil da sind die ganz normalen Standard-Sorten drin und halt jeden Tag eine. Ich habe ein ganzes Samyang-Regal mit mehr als 24 Sorten dann sozusagen oder Päckchen, da brauche ich jetzt nicht den. Wer weiß, wie teuer der gewesen wäre, aber so zum Hinstellen niemals aufmachen und vergammeln, kann man das natürlich machen. Benjamin, der Wiederholungstag gönn, 96er Krypto-Zapdos, könnte erlösen, würde er so lassen. Silvio hat das Spiel kaputt gemacht. Das sieht auch so aus, wie das Spiel derzeit funktioniert. Zack, da sind die Stempel, da kann er Belohnung abholen, da finde ich das, das sieht schön aus, Silvio. Danke für das Bild. Lenzart. Tauschen bringt irgendwie Glück. Baumlieber, Waldbronn, aha, in Baluhausen unterwegs. Fukade 100% in Glücks. Stolunio mitgenommen in 100%. Shiny Schleck Schleck aus dem Ei. Ich habe vorhin auch, hier ist ein Ei aufgegangen, war auch Schlurp drin. Hat zwar geschleckt, aber war nicht gelb. Vergessen einzureichen. Shiny Dex Eintrag mit guten Werten. Suikun, endlich auch den blauen Dino bekommen. Balgoras. Nier Karadonis, Zickzacks, 2-mal, alles shiny. Cumulus mit dem Kokobai, mit dem Fukano, mit dem Fleckmon, mit dem Bandimos. Mein Highlight diese Woche, das Bandimos und noch ein Schlinking hinterher. Gaitsch, wusste ich gar nicht, dass der überhaupt noch lebt, spielt. Dann ist der Manns Haulwurf, ein Fleckmon auch bekommen in shiny. Jewel ist auch schon wieder im Urlaub. Hinten seht ihr die Aida, hier seht ihr ein Foto von ihr. Vor der Aida, da ist er, ne? Hat sich da gefreut. Grüße gehen raus an die Jewel. Der Elsch, der Elsch. Plus 100% Pikachu aus Oslo, Norwegen mitgenommen. Jetzt wisst ihr, wo die steht, wohnt. Dann Oslo, Norwegen hier, Palimpalim 100%, Brainy, Bingo, Bigolende, Ende 100%, Kismet, Asotik, schöne Tier, ein schönes Wochenende dir und deiner Familie, schöne Ramses, ne? Grand Bull erlöst 100%, Pikachu 100%, Benji, Shiny Fleckmon, Mega, Groudon hat 100 Pokestop Showcases gewonnen, während ich gar keine mehr machen kann. So klein ist die Welt. Laura, Feuerwehrfra, Shiny Taubsi, Lavita, Pikachu, Fleckmon, 100er Bautz. Das waren die Highlights der Woche. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker kommt diesmal von, haltet euch fest, Adi Schatz, alles Gute mit deinem Gummimund. Ist gar nicht mehr hier. Okay. Schick Schigi hat mich eingeladen zu einem Fanraid nach München, Bayern. Da wird auch der Hannes in der Pfanne verrückt an die U-Bahn-Station Westfriedhof zu einem Mangunior-Raid. Wer macht so ein Raid und wer nimmt sowas an? Aber ich habe ja wie gesagt keine Fanraid-Pässe. Warum? Weil ich keine Coins habe. Warum habe ich keine Coins? Weil ich Free-to-Play spiele und die ich aus den Arenen bekomme, die 50, muss ich alle 4 Tage, wenn ich 200 habe, für Beutelplatz und Itemplatz nutzen, weil am C-Day stehst du da, kannst nichts machen, ist also wichtig. Der wahre Schocker der Woche kommt aber von Karin Suell. Die hat nämlich aus einem Raid, der kleine wird noch ganz groß rauskommen, ein 100% Krypto-Macholo
Und ich habe es wieder die Tage gemerkt, wenn ein Account gar nichts hat, er braucht auf jeden Fall eine Machomai-Armee. Er braucht eine Despoda-Armee. Da machst du so viel. Schlinking jetzt da, kannst du auch wieder Machomai nutzen. Machomai in 100%, beste. Machomai in Krypto 100%. Noch besterer, deswegen. Machomai, Macholo 100%. Krypto, brauchst du keine Seed-Air-Tage, machst du einfach so. Das hat mir am besten gefallen, dieser Fang, dieser Schocker der Woche, dieses Highlight. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus, sicherlich auch von Hannes seiner Seite aus. Der fürzt schon wieder auf Eich und deswegen würde ich sagen, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.